Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map 2 Stern. Ja, ihr seht es, wir sind immer noch dabei. Wir haben gerade unseren schönen Forsthänger geholt. Boah. Da bin ich mal gespannt, wenn wir in den Forst gehen mit unserem Case. Nicht Klaas, ich lerne. Weil der Kleine, ich glaube, das wird ein bisschen zu hart, wenn der voller Baumstämme ist. Da brauchen wir schon so ein bisschen mehr PS. Wo stellen wir auch mal das gute Geschoss hin? Erstmal G, erstmal die Dolly. Den stellen wir erstmal hier hin. Den stellen wir erstmal hier neben. Wow. Wow. So. Dann machen wir in Ansicht, denn der Drescher ist auch wieder voll. Da habe ich gerade eine Meldung bekommen. Den wollen wir auch nochmal schnell abtanken. Komm durchs Blumenbeet. Und rum. Zack. Und einmal daran koppeln. Irgendwie habe ich so kleine Mini-Ruckler. Ich weiß nicht, von was das kommt. Vielleicht ist die Festplatte zu voll, aber ich glaube, man merkt es nur minimal. So, erstmal aufs Feld fahren. Ja, jetzt hat man schon gerade sehr gemerkt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil hier gerade so viel am Arbeiten ist. Oh, da brauchen wir mal ein Foto von. So nicht. So, da können wir mal ein Foto machen. Zack. Schon, wie viel haben wir schon drin? Jetzt 8000. Ja, 9 müsste reinmachen, dann ist er eigentlich voll. Er ist schön am Pflügen, das ist sehr schön. Er ist voll, dann können wir weg. So, dich stellen wir erstmal wieder zur Seite. Dann bin ich mal gespannt. So, der kann das machen, der macht das. Der braucht ja eine Zeit, bis er voll ist. Wir fahren noch mal doch ein Stückchen weiter. So, und dann können wir mit dir mal die Sämaschine schon mal auffüllen. So, und komm mal rum hier. Zack. Oh, der sieht aber auch schick aus, ne? Von der Seite wollen wir uns mal angucken. Der hat aber auch was, unser Hoftrecker. Der hat was. Davon will ich auch mal ein Foto machen. Der sieht echt toll aus. So. Und zack. Sehr schön. So. Öffnen wir mal. So. Einmal vollfüllen bitte. Muss ich das andere öffnen? Ja. Sehr schön. Das andere. Und wow. So, dann wollen wir mal. Wow. Hey, dieser Hakler. Ich weiß nicht, woran das liegt, Leute. Ich weiß es nicht, woran es liegt. So. Auch auffüllen. Sehr schön. Dann können wir den schließen. Andere Seite schließen wir auch. Wow. Ich dachte, wir kommen da durch, aber. Ich glaube, wir kommen gar nicht mit dem Ding hier durch, oder? Kommen wir durch. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber warum ruckelt denn das so? Ich verstehe das nicht, warum das so ruckelt. So, zack. Und einmal rum hier. Na komm, ich kann mal auf den Weg abstellen.
Ist ja unser Weg, hier fährt ja sonst keiner außer wir. Zack. So, und jetzt können wir ja mal kurz den Hof mal erkunden und gucken, ob wir irgendwo was für Silage haben. Hier haben wir nichts. Was haben wir hier oben? Hier haben wir nur einen Weg. Hier haben wir ein Boot, was unter Wasser steht. Hier haben wir die Kuhweide, genau, das ist die Kuhweide. Aber Silage sehe ich hier nirgendwo. Nee, da ist nichts. Dann würde ich sagen, dann hauen wir uns einfach mal so einen kleinen Bunker hier hin. P, so. Silos, reicht uns ein kleiner. Passt da vielleicht sogar hier irgendwo auf dem Hof rauf? Ja, hier könnte er hinpassen. Sonst auf dem Hof, hier hinten. Passt auch nichts hin, okay. Hier so. Ist auch doof. Wir machen ihn hier vorne hin. Da ist ja auch schon eine Fläche für. Fangen wir an. Hier könnten wir dann nochmal eins. Ja, fangen wir hier an der Seite an. Oh, das passt sich auch fast aus, oder? Ja, ein bisschen weit rausgekommen, ne? Aber gucken wir mal. Ja, das passt schon. Hier wächst schon das Gras ein bisschen rein. Das passt schon. Haben wir auch noch mal einen Bunker gesetzt. Das ist sehr schön. Wir können. Zack, was brauchen wir denn? Ein Mähwerk. Oh, hier hämmert jetzt wer draußen. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht ganz so. So ein Mähwerk. Wir nehmen. Haben wir ein Frontmähwerk dafür? Ja. Ach, das reicht hier, wenn wir das erstmal nehmen. Ich hoffe, das Hämmern hört ihr jetzt nicht ganz so laut, was da draußen, was nicht der Vermieter, der ist ein bisschen am Hämmern. Zack, das nehmen wir. So, das haben wir. Sollen wir uns auf dem Frontmähwerk auch gleich leisten. Nehmen wir auch mit, oder? Wir fahren dann einmal so eine Rutsche. Ja. Sollen wir uns holen? Sollen wir es nicht holen, Leute? Ach so. Nee, geht ja gar nicht. Doch, das könnten wir an den großen dranhängen, aber. So, du bist am Machen. Wie voll bist du? Auch schon wieder fast voll, ne? Auch schon wieder fast voll. Tatatata. Wie machen wir das? Lassen wir dich mal hier, komm. Dich lassen wir hier. Du stehst auch. Ich habe dich perfekt dahingestellt. Nicht. So, mit dir fahren wir jetzt mal unser Mähwerk holen. Dann können wir mit dir schon mal mähen. Die erste Rutsche. Dass wir unseren Bunker voll kriegen. Dass wir auch Silage verkaufen können. Genau. Dann werden wir den Bunker erstmal vollfüllen für Silage. Hier kriegen wir vielleicht noch ein oder zwei Bunker hin. Aber eigentlich bräuchten wir, gibt es hier eine BGA? Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geguckt, Leute. Ja, gespeichert. Die BGA. Besuchen. Rein theoretisch bräuchten wir ja. Aber wir machen doch mal lieber unseren Bunker voll, wenn wir nicht alles verkaufen. Können wir auch den Rest direkt bei uns behalten, genau. Dann machen wir den Bunker erstmal bei uns voll. Für die Tiere, für... Korntank ist gleich voll, okay. Für die Kühe auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall so. Für die Kühe können wir das nehmen. So. Dann wollen wir mal, kommt was? Nein, kommt auch nichts.
So, dann werden wir gleich mal unsere Wiese mähen. Ein Schwader brauchen wir auch noch. Ach Mensch, ein Schwader. Ein Schwader. Dann wollen wir mal gucken, welchen wir nehmen. Wir müssen kurz mal die Karte angucken. Ich weiß gar nicht, die Wiesen, die sind alle immer grün. Gehören die uns alle gleich? Glaube ich nicht. Die müssen wir ja alle auch einzeln kaufen. So. Ja. Dann mähen wir gleich die erste Wiese. Aber wir lassen die Helfer immer nur laufen, wenn wir auch was zu tun haben, weil der eine erntet, der eine pflügt. Der eine könnte dann auch fast ansehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der es überhaupt schafft hier. Aber 90 PS brauchen wir ja eigentlich nur. Aber nicht, dass er gleich vorne hoch geht. Komm mal her hier. Schafft das? Ja. Oder? Ja. Sieht so aus, als er es schafft. Das schafft er. Unser kleiner Hofwirt. Ja, was heißt Hofwirt? Er muss auch so ein bisschen anders arbeiten. Also, er ist nämlich von Hof, aber er hat die Pflegebereifung drauf. Erst fürs Spritzen da, für Düngen ist er da. Dafür ist er da. Für die kleinen Arbeiten, für den großen haben wir den Case. So, dann gehen wir hier durch, junge Frau. Jetzt gucke ich nochmal auf der Karte. Das war das Feld hier, was wir gekauft hatten. Genau, die 5. Ja, die 5 hatten wir gekauft. Müsste sogar gleich hier irgendwo rauf gehen. Hier vorne, glaube ich. Genau. So. Klappen wir den mal auf. Müssen wir die erste Rutsche ja mal so rumfahren. Mal rum. Dann senken wir das gute Stück mal. Und dann fangen wir an. Zack. Und schon mähen wir unsere erste Wiese auf unseren Hof, unserem Feld. So, dann machen wir mal so eine kleine Rutsche. Oh, da bin ich zu weit. Fahren wir nochmal zurück. Jetzt rum. Sehr schön, das passt. Oh, der haut ja richtig viel runter, ne? Der haut ja richtig viel runter. Sehr schön. Und rum um die Kurve. Das ist schon sehr speziell hier. Sehr eckig unsere Weide, aber das ist okay. Aber hier kriegen wir. Ich glaube, so 100.000 Liter müssen hier locker drin sein. Kann man ein bisschen ausschwenken. Hier brauchen wir nicht ganz am Rand. Also hier können wir schon lang fahren. Und es ist nicht hügelig. Das ist gut. Das schafft er unser Fendt. So, kommen wir hier auch zu unserem Hof lang. Ja, müssen, ja, da kommen wir auch lang. Ja, was passiert mit den Blumen? Nix. Okay, dann können wir hier lang. Jetzt fahren wir zwar nicht bis nach ganz außen, weil ja die Büsche stehen, aber das passt schon. Kriegen wir, glaube ich, auch so genug runter vom Feld. So, zack. Dann heben wir den mal an. Dann können wir jetzt andersrum fahren. Und bitte. Ja, boah, hier kommt sehr gut was runter. Das ist spitze. Irgendwie hakt das. Man sieht das an den Reifen. Irgendwie läuft das noch nicht ganz so. Und ich weiß nicht warum. Warum das heute ein bisschen hakt das und das. Und da muss ich noch mal gucken. So, Leute. Schaffen wir eine Runde. Komm, eine schaffen wir noch eine Runde. In dieser Folge schaffen wir noch eine Runde. Dass wir ein, zwei Vorgewende noch mal und dann immer nur hoch und runter fahren müssen. Rum um die Kurve. Sehr schön. So. Zack. So.
haben wir die Runde gleich geschafft. Das ist sehr schön. Dann sind wir auch fertig mit der Folge. So, komm, hier machen wir ein bisschen weicheren Übergang. Dann sind wir auch fertig mit der Folge. Und hier kommen wir jetzt rum. Und rum. Sehr schön. So, Leute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Boah, ist der dreckig. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer, auf jeden Fall in einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Silbershuse. Oh. Auf der Map 2 Stern. So, jetzt haben wir's. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.